Einen schönen guten Morgen aus Frankfurt. Wir befinden uns hier auf dem Stand von ABB und Buschega, der diesjährigen Light in Building 2024. Und ich begrüße euch herzlich zum Fokusthema, Livestream-Fokusthema Energiemanagement. Das Motto der diesjährigen Light in Building ist ja Be Electrified. Und das passt ja perfekt auch zu dem, was wir euch jetzt präsentieren wollen. Denn es ist ja so, dass wir in einem Gebäude der heutigen Zeit ja durchaus neue und moderne Anforderungen haben, vor allem im Bereich des Energiemanagements. Und zusätzlich zu den Live-Rundgängen, die wir auch anbieten, bieten wir jetzt 15 Minuten exklusiv das Thema Energiemanagement an. Und dafür habe ich heute hier den netten Kollegen Thomas. Hallo, guten lieber Morgen. Thomas. Hallo, es geht um das Thema Energiemanagement und darüber wollen wir heute live für unsere Zuschauer informieren. Denn es ist ja tatsächlich so, im Gebäude haben wir zunehmend Verbraucher. Es ist ja letztendlich so, dass wir Verbraucher, die letztendlich Energieerzeugung, aber auch die Energie geht ja auch an bestimmten Stellen und wir wissen ja durch Monitoring, wo das genau passiert. Aber wenn wir wissen wollen, wie das ganze Thema so zusammenarbeitet, dass wir maximale Effizienz bekommen, brauchen wir das Thema Energiemanagement. Und dazu haben wir einiges zur Messe mitgebracht. Und da wollen wir gerne mal fragen, was genau, und präsentier uns das auch gerne. Gerne, das mache ich gerne, Enzo. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Morgen. Enzo, es sind so viele Systeme, die wir heute auf der Light in Building sozusagen den Kunden neu vorstellen. Wir machen eine kurze Übersicht. Gerne. Deswegen fangen wir mit unserem neuen Produkt an oder auch besser gesagt ein bestehendes Produkt. Du kennst vielleicht noch unser Push Control Touch. Oh ja, sehr gut. Genau. Das Push Control Touch wird es jetzt als neues Produkt mit einem neuen Namen geben und natürlich auch mit neuen Funktionen, also mit dem Thema App Control Server. Und zwar werden wir ein bisschen, du siehst die App sozusagen, die ändern wir. Es wird ein neues Layout geben, ein schönes neues Design, ähnlich wie wir es bei Free at Home haben. Wir haben die Möglichkeit, mehrere Systeme anzubinden auch, also zum Beispiel Modbus-Anbindungen, dass wir direkt Daten von Zählern auf unseren App-Control, weil du hattest es ja gerade erwähnt, das Thema Energiemanagement, Energiemonitoring ist das wichtige Thema und das haben wir oder diese Möglichkeit können wir hier direkt spielen. Das bedeutet, ich habe hier zum Beispiel eine schöne Auswahl von meinem Haus. Ich kann mir mein komplettes schönes Haus anzeigen lassen mit den jeweiligen Verbräuchen. Das waren zum Beispiel die Verbräuche der letzten 24 Stunden, die wir hier so ein bisschen gemessen haben mit meinem Tarif, wann ich meine Waschmaschine, mein Auto einlade, starte. Aber wir haben auch die Möglichkeit, hier die zukünftigen 24 Stunden. Das Schöne ist, wenn du die Anbindung über das App-Control realisierst, hast du die Möglichkeit, die letzten 24 Stunden, aber auch natürlich die zukünftigen 24 Stunden dir anzeigen zu lassen, um zu gucken, wann möchte ich meine Waschmaschine einschalten, wann ist es wichtig. Und gegenüber anderen Herstellern haben wir den riesigen Vorteil, Enzo, du darfst entscheiden, wann du das haben möchtest. Das finde ich sehr, sehr praktisch, gerade in meinem Familienhaus. Also ich sehe meine Verbräuche, ich sehe das schön grafisch dargestellt. Genau. Ich habe vielleicht auch eine gewisse Verhaltensänderung, die ich dadurch erzeuge. Das ist richtig, das eine. Das stimmt. Genau, wunderbar. Und das andere ist natürlich auch, immer dann, wenn ich die Kombination habe aus Verbräuche und ich sag mal in dem Bereich, wo die Geräte entsprechend dann halt auch den Verbrauch steuern können oder sich steuern lassen können, dann halt über eine gewisse Intelligenz, dann brauche ich mich ja selber nicht darum zu kümmern und habe dann maximale Wirtschaftlichkeit im Hintergrund. Genau, du kannst sagen, entweder ich lasse es automatisch laufen, es versucht den besten Wert für dich rauszuholen, deine Photovoltaikanlage, dass du deinen Eigenverbrauch auf ein Maximum nutzt, das versucht es. Oder wenn du sagst, ich brauche jetzt mein Elektroauto voll aufgeladen in den nächsten 4 Stunden oder nächsten 2 Stunden, dann kannst du dein Elektroauto automatisch aufladen. Es hat nicht nur das neue Energiemanagement als Funktion, sondern auch viel mehr zusätzliche. Aber ich glaube, das würde die 15 Minuten ein wenig sprengen. Absolut. Das ist übrigens ein Teilaspekt des neuen KNX App Control. Und das sind die Kunden, die dann halt eine KNX-Anlage realisieren oder eine bestehende KNX-Anlage haben, können dann halt entsprechend das Energiemanagement dann auch nachrüsten. Das ist das Tolle dabei. Jetzt haben wir aber auch einige Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser ohne eine KNX-Anwendung. Und das sind sicherlich auch viele Kunden, die diesen Anspruch haben, ein vernünftiges Energiemanagement zu realisieren. Das stimmt. Also wir haben in Deutschland eine riesige Anzahl an Bestandsanlagen, die wir nachrüsten können. Genau. Viele von ihnen setzen vielleicht eine PV-Anlage ein, eine neue Wärmepumpe, einen Batteriespeicher und diese haben meistens schon eine App, die neueren Geräte.
aber immer nur für sich. Also du hast immer eine Regelung. Und da haben wir, denke ich mal, auch eine perfekte Lösung, die wir auf der Messe... Sollen wir uns das auch mal anschauen? Na, gerne. Gerne. Wir gehen mal in diese Richtung. Folgen Sie uns. Genau. Und zwar, wir stellen das sogenannte, also es heißt, als unser erster Name ist erstmal SAMS, Smarte Energiemanagement System. Ist hier diese kleine Box, ist sehr unauffällig. Auf der linken Seite haben wir einen Energiezähler, auf der rechten Seite haben wir einen Ecomatic. Und es ist ein Produkt, das eigentlich sehr simpel ist. Du hast viele Geräte, ob deine Wärmepumpe, entweder mit Modbus oder mit einem Netzwerkkabel im Netzwerk drin. Du verbindest die Geräte, du startest das Gerät mit der Inbetriebnahme und dann sagst du, welches Gerät hast du in deinem Netzwerk oder an deinem Modbus angeschlossen. Es hilft dir sogar bei der Inbetriebnahme, das heißt, wir haben es für den Installateur so einfach wie möglich gehalten, dass er über Bedienungsanleitung komplett durch die Inbetriebnahme geführt wird für jeden Hersteller. Eine optimale Zusammenarbeit ermöglicht das Ganze dann auch in den Energieerzeugern und Verbrauchern. Wir reden hier von Photovoltaikanlagen, von Wallboxen, von Wärmepumpen und das ist dann optimal. Dein Durchlauferhitzer und du hast sogar die Möglichkeit, wenn du bestimmte Elektroautos hast, dass selbst deine Elektroautos wieder aus deinem Auto in dein Haus einspeisen. Also auch diese Möglichkeiten hast du. Das Ding oder das SAMS ist sehr gut in der Umsetzung, muss man sagen. Es ist sehr einfach, intuitiv zu bedienen. Das ist wichtig. Und auch hier kommen meistens die Fragen von den Kunden, auch gestern natürlich, ja, aber es funktioniert nur mit ABB. Mhm. Nein, wir haben hier die Möglichkeit, über 300 Hersteller, ich möchte sie jetzt nicht alle nennen, kannst du direkt anschließen und hast die Möglichkeit, hierüber ohne Probleme ganz einfach die Anbindung zu machen, ob das der Wärmespeicher, die Photovoltaikanlage, die PV-Anlage ist und Durchlauferhitzer. Also du hast immens eine riesige Anzahl an Möglichkeiten. Und das natürlich schön in einer Visualisierung. Du hast auch die Möglichkeit, als Installateur aus der Ferne zuzugreifen, um zu schauen, was vielleicht nicht funktioniert. Also das wird sehr viele Funktionen und sehr viele Hilfen dem Installateur, aber auch natürlich dem Endkunden geben, damit er sofort sieht, wie waren meine Verbräuche im letzten Monat und wie sehen die Verbräuche in Zukunft ungefähr mit einer, ich sage mal, mit einer kleinen Vorausschau aus. Sehen, was ich verbrauche, wohin geht der Verbrauch und das optimale Managen der einzelnen Systeme miteinander. Genau das ist ja die Anforderung des Marktes. Richtig. Damit wären wir dem gerecht, auch ohne eine KNX-Anwendung. Für die Nachrüstung, wunderbar. Für die Nachrüstung. Das finde ich sehr, sehr gut. Perfekt. Wir haben uns jetzt das ganze Thema eher im Wohnbau angeguckt. Genau. Sicherlich ist das Thema Energiemanagement aber sehr interessant für das größere Zweckgebäude. Das stimmt. Also wenn wir ja heutzutage drüber sprechen, dass wir, ich sage mal, das Einfamilienhaus, wir haben das jetzt gerade kurz mit KNX vorgestellt, mit unserem App-Control-Server, also die Möglichkeit ist ja gerade gegeben gewesen, dass wir mit dem App-Control-Server es umsetzen. Mit unserem SAMS hast du die Möglichkeit, Einfamilienhäuser oder auch Mehrfamilienhäuser umzusetzen. Ja. Ja, und das Wichtigste, was wir jetzt uns in Deutschland natürlich noch fehlt, ist der Zweckbau. Genau, weil in dem Zweckbau steckt auch ein größeres Potenzial, sage ich mal, zu dem Thema. Und da haben wir auch eine passende Lösung bei uns. Das ist sehr schön. Gerade im Zweckgebäude ist das Thema Energieeinsparung auch ein großes wirtschaftliches Thema. Genau. Ein Zweckgebäude hat ja auch seinen Zweck, muss seinen Zweck erfüllen und muss natürlich auch irgendwann sich amortisieren, das, was ich dort installiere und investiere. Und deswegen ist dort Energiemanagement erst recht ein wichtiges Thema. Was bieten wir denn dazu an? Hier eine Lösung, die wir kurz vorstellen, unser ASCII-System. Besteht aus einem kleinen Controller, den du auf die Hutschiene montierst und du den riesigen Vorteil hast, du kannst hier auch verschiedene Systeme, die du in deinem Zweckgebäude, sei es Bürogebäude, in einer Produktion hast, die kannst du direkt anschließen, Wasserzähler, Gaszähler und so weiter, über unterschiedliche Bussysteme, die du anbinden kannst, auch über IP. Hier auch natürlich der riesige Vorteil. Wir sind, was die Endgeräte angeht, wir empfehlen natürlich ABB-Geräte, was wir aber auch die Möglichkeit natürlich haben, wir sind hier herstellerunabhängig. Das heißt, wir haben von einer großen Bandbreite an Herstellern die Geräte, die wir direkt anschließen können. Das ist
hört sich sehr gut an. Und jetzt haben wir verschiedene Anwendungsszenarien. Ein genau. PV-Überschuss zum Beispiel. Ja. Genau. Also wir haben, spielen hier an der Wand einige Szenarien, dass wir den PV-Überschuss haben. Das bedeutet, meine PV-Anlage liefert mir genug Strom. Ich habe dann die Möglichkeit, diese natürlich in meine Wärmepumpe, in meine Ladestation oder meinen Batteriespeicher direkt zu übertragen. Ja. Hier haben wir auch dann die Möglichkeit, schön das ebenfalls dann umzustellen. Bedeutet, ich gehe jetzt auf die Netzeinspeisung und ich sehe direkt, automatisch wird vom Netzanschluss die Einspeisung in die Wärmepumpe und zum Beispiel und im unteren Bereich in die Ladestation. Habe meine Elektroautos in meiner Firma angeschlossen, möchte jetzt gerade natürlich laden und habe auch die Möglichkeit, ein bisschen aus dem Batteriespeicher, deswegen sieht man das auch auf der linken Seite, dass jetzt gerade der Strom aus dem Batteriespeicher rüberfließt. Ja. So, und dann haben wir zu guter Letzt unser drittes Szenario. Bedeutet, wir beziehen jetzt jeweils Strom aus dem Netz, laden unsere Batterie und unsere Wärmepumpe und kriegen natürlich parallel den Strom aus der PV-Anlage. Ich hoffe sehr, dass wir hier sowohl für den Neubau wie aber auch für den Bestandsbau unterwegs sind. Richtig. Denn es gibt ja so viele bestehende Großgebäude, richtig, die sicherlich heute den Anspruch haben, ihre Energie zu optimieren und zu managen. Definitiv. Also das Produkt ist auch ideal für die Nachrüstung. Dann geht es ja meistens bei den größeren Firmen um das Thema, du kennst es vielleicht, ISO 50001. Ah ja. Ist es förderfähig? Ja, es ist ein Produkt, das gelistet ist. Es ist förderfähig und für alle, die sich da nicht ganz auskennen, wenn ich eine Firma mit mehr als 250 Mitarbeitern habe oder eine Firma, die mehr als 50 Millionen Euro Umsatz macht, okay, ist ein Energiemonitoring. Das bedeutet, ich muss meine Verbräuche aufnehmen, sie einmal im Jahr auswerten und muss dann sagen, wo haben wir Einsparpotenzial, wo kann ich Energie sparen, sei es Gas, sei es Wasser, sei es natürlich Strom und wie habe ich dann die Möglichkeit, dieses zu optimieren. Und mit der ISO 50001 haben wir halt die riesige Möglichkeit und mit unserem ASCII-System helfen wir dem Kunden, dieses ohne Probleme umzusetzen. Das finde ich gut. Sorglospaket für den Kunden, weil es ja auch tatsächlich verpflichtend ist für viele Zweckgebäude. Richtig. Und das ist wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und mögliche Lösungen dann halt zu finden. Ja. Sehr schön. Hast du noch einen Hinweis für uns? Ja, natürlich. Wir haben jetzt in den kurzen Minuten einen kleinen Hinweis über drei Systeme. Wir bieten natürlich von ABB auch ein paar mehr Systeme an, auch zu dem Thema Energiemonitoring, um zum Beispiel ISO 50001 zu erfüllen, wo ich kein Management benötige, um einfach mit dem Monitoring anzufangen. Das ist der erste Weg zur Energieeinsparung, das Monitoring. Und mein Kollege, der Dominik Böhm, wird in den nächsten Tagen ein kurzes Video dazu machen und da möchte ich darauf hinweisen, schaut es euch an, wird ganz interessant. Das ist schön, das Video werden wir dann auf sämtlichen Kanälen dann auch posten. Somit kann man sich das anschauen. Wir werden auch eine entsprechende Landingpage haben zum Thema Energiemanagement. Also es gibt sehr viele Informationsmöglichkeiten zum Thema Energiemanagement. Und zusätzlich dazu haben wir ja auch Folgendes für Sie vorbereitet und für euch vorbereitet, und zwar unser InnoMac. Unser InnoMac ist eine schöne Kombination aus Innovationsbroschüre, aber auch Magazin, um dann halt bestimmte Berichte, Trends, Interviews zu den Themen, die wir zeigen und zu den aktuellen Trendsthemen dann halt entsprechend nachzulesen. Stöbern Sie gerne da rein. Wir haben dazu einen QR-Code gleich am Ende eingeblendet, damit man das ganze Thema auch digital sich runterladen kann. Oder wir können euch natürlich auch gerne InnoMacs liefern. Oder ihr kommt zur Messe und lasst euch von uns auch gerne dann noch mal live beraten, ein bisschen die Produkte anfassen und dann halt entsprechend alles kennenlernen. Thomas, ich sage ganz herzlichen Dank. Wir sind am Ende unserer Sonder-Live-Session zum Thema Energiemanagement. Heute Nachmittag um 16 Uhr ist der gesamte Rundgang live. Verpassen Sie das nicht. Ich sage Tschüss aus Frankfurt. Bis bald. Danke fürs Zuschauen. Danke, Enzo. Dankeschön.